Hallihallo! Endlich wieder ein neues Video und zwar aufgebraucht, weil ich will den ganzen Müll hier weg haben. Ich will jetzt hier das Zimmer sauber machen und da muss der ganze Müll weg. Ich habe heute auch einen Special Guest mit. Ja, mein Spatz. Ich hoffe, dass er mitspielt. Mal gucken. Und zwar, ich habe jetzt schon mal ein bisschen Müll gekramt, um das leicht auszusortieren. Ich fange an mit Windeln. Am allermeisten benutzen wir Baby Dream. Die 4 Plus. Da haben wir hier 4, 5. 6. Und für die Nacht nehme ich jetzt. Oh Schatzi! Für die Nacht nehme ich jetzt nicht mehr Baby Dry, sondern die Simply Dry. Die Simply Dry auch größer. 4, weil die einfach günstig sind und die erfüllen unseren Zweck. Mäuschen! Guck mal hier! Guck mal hier, eine Biene! Dann habe ich Feuchttücher aufgebraucht, und zwar die von Hip, das ist so eine Viererpackung, wie auch da steht, ne? Eine Viererpackung, die finde ich am allerbesten. Da habe ich jetzt noch so. Dann haben wir aufgebraucht die Babylove Waschlappen. Die sind auch super, tippitoppi, meine Favoriten. Wir haben jetzt im Moment die von Rewe, weil es einfach um die Ecke ist und ins DM komme ich nicht so oft. Und die von Rewe sind schlecht. Also die nehmen wir. Dann habe ich aufgebraucht meine Balea-Abschminktücher. Sind in Ordnung, aber ich mag am liebsten die von BB. Ein Weichspüler von Vernell. Ich finde Vernell einfach generell am besten, egal welche Richtung. Motti, guck mal, willst du das haben? Oder ein Nuki? Willst du ein Nuki haben? Oh, guck mal das. Oh, du willst immer meine Mama hoch, ja? Ja, mein Schatz, willst du auch was zum Spielen? Dann haben wir aufgebracht Mundwasser von Odometrei. Das nimmt eigentlich eher mein Freund. Der fand das jetzt nicht so toll, er nimmt immer von so ein teures in Lila. Keine Ahnung, so ein teures. Und das war günstig, weil ich gesagt habe, du, wir müssen sparen. Hier sieht man mein BH. Ja, er fand das billige, aber also das billigere, das kostet auch 4 Euro, aber fand er nicht so toll. Dann, ich bin ja Kontaktlinsenträger. Ich habe endlich mal hier so eine Dings. Die ist, glaube ich, auch von DM. Die war super. Die wollte ich auch nachkaufen. Gibt es nicht mehr. Dann für Pias Sachen nehme ich von Späti diese Sensitiv, weil die ja nun Neurodermitis hat. Und da steht drauf, besonders hautverträglich. Und das verträgt sie auch super. Dann haben wir neue Nookies genommen, weil die soll man ja immer alle 1 bis 2 Monate austauschen. Ich koche sie zwar regelmäßig ab, aber trotzdem soll man die austauschen. Dann haben wir uns mal geholt Zwiffer, weil das im Angebot war. Also dieser Stab mit diesen Tüchern dazu, das ist ja allgemein eigentlich teuer. Das war, glaube ich, für einen Zehner im Angebot. Gleich mitgenommen. Auch Schnucki. Ja, ich in meinem Wutwahn beim Putzen habe natürlich so doll aufgedrückt, dass dieses Teil rausgebrochen ist. Ne? Auch wenn ich drüber reden habe, vielleicht eine Woche hier halten. Schatz, können wir mal zusammenarbeiten heute? Willst du sowas haben? Ja, guck mal hier. Oh, das ist cool. Ups, hast du jetzt gebrochen, ne? Toll. Warte. Das hat man mit die Schlumperhose gesehen. So. Schön hingekotzt. Die hat nämlich gerade Mittag. Und ich dachte, dass sie danach ein bisschen zufrieden ist, aber wie ihr hört, geht das weiter. Den ganzen Tag. Ja, mein Schatz. Ach, Schatzle. So besser? Wir haben aufgebraucht einige von diesen Colgate. Das ist auch unsere Lieblings. Nicht gucken. Jetzt müssen wir so bleiben. Ja, die mögen wir auch am liebsten. Die sind natürlich etwas teurer, aber die sind richtig schön scharf und mal für die Zähne sind richtig, richtig sauber hinterher. Wie macht man das jetzt so? Schatze!
Zack. Ich setze jetzt einfach so hin. Dann, sagen wir hier. Ach so, Seife, die ist. Von wo ist die? Handseife, ganz normale Handseife Today. Ich glaube, die ist auch aus dem Rewe. Die ist toll. Wir nehmen immer Milch-Honig-Geruch. Supi. Ich habe mir Ibo 400 geholt. Und zwar 20 Stück, die sind auch schon wieder fast alle, weil ich jetzt eine Phase hatte, in der ich jeden Tag extreme Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Und zwar ist es, seit ich meine Babypille wieder nehme, also nicht mehr die Stillpille, sondern die Pille, die ich vorher genommen habe. Und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Schmeckt es dir? Ob ich mir das einbilde oder ob ihr das auch so habt, aber irgendwie scheine ich die nicht mehr zu vertragen. Ich habe die ganze Schwangerschaft, die ganze Stillzeit so wenig Kopfschmerzen gehabt. Kaum nehme ich die Babypille wieder, habe ich wieder nur Kopfschmerzen. Ich weiß es nicht. Natürlich unsere Linola Fettcreme. Cremen sie immer noch, nicht mehr so übermäßig jeden Tag, aber wir cremen sie immer noch ein. Also die ist top bei Neurodermitis. Hier noch ein Zahnpasta. So. Ach hier, auch von Müller, diese Abschminktücher von CV. Die sind jetzt 25 plus für alle Hauttypen. Granatapfel und Mandelöl. Ja, fand ich jetzt auch nicht so toll, wie gesagt. Baby. Herrlich. Entweder ein Schub oder die Zähne oder es ist nur eine Phase, die geht jetzt seit einer Woche. Hier aktuell, mein Liebling Palette Schwarz, ist es am günstigsten, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Hab mir jetzt vor ein paar Tagen die Haare mal wieder gefärbt. Meine roten Strähnchen, nicht so tief. Meine roten Strähnchen habe ich einfach überfärbt, weil mir das Nachfärben einfach nur zu lästig ist. Auch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten, Elvital, so eine SOS Pflegekonzentrat 1,29 hole ich mir immer mal und mache das mal in my hair. Ach ja, von Rival de Loup habe ich mir mal so eine wohltuende Augencreme geholt. Die hat, glaube ich, 3,29 gekostet oder so. Und zwar habe ich immer hier extrem trockene Haut und da setzt sich dann das Make-up ganz eklig ab. Das Make-up setzt sich eklig ab. Ich sehe aus. Naja, das musst du heute mal gehen. Genau, hier so extrem trocken und da setzt sich alles ab. Und jetzt habe ich mir die mal geholt. Naja, mal gucken. Aber wird eben älter, ne? So eine normale BB-Creme reicht nicht mehr. Dann das erste Mal ausprobiert von Alete dieser Grießbrei-Keks ab 8 Monaten. Gibt es immer nachmittags so ein kleines, wie ist da drin, 100 Gramm oder so. Ach, mein Kind ist Papa. Es hat Mittag gekriegt. Jetzt ganz, ganz, ganz viel Baby essen. Hip, Gute Nacht Haferbrei ab 8 Monaten. Der ist top, den gibt es bei uns nur noch. Schmeckt es dir? Aber bitte nicht essen. Nur dran lutschen. Und selbst das ist eklig. Unsere Baby Vita Milch ab 6. Monat nach dem Stillen. Top. Verträgt sie alles super. Hier nochmal eine. Sie kriegt abends zum Einschlafen eine Flasche und in der Nacht eine Flasche. Und nochmal. Müsste mal zusammenziehen, wie viel Geld das ist. Ne? Das ist nochmal Gute Nacht, Grießbrei von Hip. Schatz! Der ist ab 6 Monate, der ist aber auch toll. Genauso wie. Dann hatten wir mal den probiert mit Vollkorn. Der ist aber nicht so toll angekommen. Der ist aber auch ab 4. Monat. Der liegt wahrscheinlich schon ewig. Hast du das jetzt gegessen? Kaufst du was? Oh, Schatze. Wir sind gleich fertig, ja? Was haben wir hier noch? Ach, hier hat man mal wieder die Blendamed probiert. Wie gesagt, die mögen nicht so. Eucerin, so ein Pröbchen vom Doktor gekriegt. Das ist so eine Lotion, die lässt sich natürlich besser auftragen als diese Fettcreme, weil es einfach flüssiger ist, aber es hat nicht so geholfen. Hier. Und das? Das ist auch cool. Um Gottes Willen, hier. Ich erinnere mich, Alete Milchbrei, den hatte ich mal bei Instagram bei
ich weiß nicht mehr, wen gesehen. Und wollten natürlich ausprobieren zum Frühstück, ja. Der war ja, also den mochte sie überhaupt nicht, obwohl der sich so lecker anhört. Ja, da war wieder mein Speicher leer, wir müssen schnell machen, auch weil Puppi einfach zu Bock hat. Mehrere von diesen Baby-Vita-Dingern, das ist so ein Viererpack Früchte, kriegt sie auch immer mal zum Kaffee oder zum Frühstück, mal mit bisschen Obst. Dann habe ich noch was ganz Altes gefunden, diese Stilleinlagen brauche ich ja schon ewig nicht mehr, fliegen jetzt fort. Schrecklich, diese Feuchttücher von Creme. Schatze, diese Huggies. Die sind furchtbar. Die sind wir auch froh, dass die alle sind. Ja, Schatz, Mama macht schnell. Hier noch einmal von Bibi Vita diese Früchte. Also sie mag die echt gerne, ich auch. Diesen Bircher Müsli genauso eklig. Entweder mag sie einfach kein Frühstück, aber das hat ihr auch nicht geschmeckt. Was wird denn das mit uns heute? Komm her. Mama ist gleich fertig, ja? Ich habe noch zwei kleine Sachen, und zwar diese, auch so ein Pröbchen von Sebamed, Pflegecreme für Kinder. Da bist du ruhig, ja, wenn Mama dich kuschelt. War auch in Ordnung. Ja, war auch in Ordnung, glaube ich. Und mein Eyeliner von, warte Schatz, von B2, den hole ich mir jetzt auch immer wieder, weil der ist tippitoppi. So, wie sieht's jetzt hier aus? Schatz, du stinkerst doch. Mein Baby stinkert. Genau, das war's erstmal und ich bin jetzt froh, dass ich den ganzen Müll wegschmeißen kann. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, nur einen Daumen runter, wenn nicht, dann Daumen, andersrum. Ihr wisst schon. Und ihr könntet mir mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt, weil ich bin so langsam ein bisschen planlos. Ich mache immer mal mein monatliches FMA, immer mal ein Aufgebraucht und ein Baby-Update und dann verließen sie mich schon. Vielleicht wollt ihr ja mal ein Zimmer-Update, weil sie kriegt jetzt auch neue Möbel, ja? Ja, mein Schatz. Oder, tja, ich weiß es nicht. Ich hatte mit meinem Freund so eine Idee mal beim Spazieren, und zwar so ein Nostalgie-Kindheitsvideo. Und zwar haben wir übelst viele Sachen gesehen, die wir als Kinder draußen gemacht haben, was die heute ja nicht mehr machen. Zum Beispiel dieser